Verzeiht, dass ich euch warten ließ. Phrytra. In der Tat. Mein Auge weilt nun in diesem Körper. Mir war ja durchaus bewusst, dass ihr wie besessen an etwas gearbeitet habt. Aber damit habt ihr euch selbst übertroffen. Wo ihr nun für eure Schwester in die Schlacht zieht, braucht ihr doch einen angemesseneren Körper. Also haben wir in die Hände gespuckt und eine Marionette synthetisiert, mit der ihr auch kämpfen könnt. Ihr werdet feststellen, dass euch der Gebrauch von Waffen und Magie weitaus leichter fallen wird. Eigentlich wollte ich auch gar keine große Überraschung daraus machen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wir haben verbessert und verbessert, bis uns die Zeit gänzlich davongelaufen war. Bitte verzeiht. Wenn überhaupt, dann müsste ich mich wohl entschuldigen. Für die ganzen Umstände, die ich fortan bereite. Ich danke euch für die hervorragende Arbeit. Diese Hülle wird mir im Kampf zweifelsohne gute Dienste leisten. Allerdings beansprucht sie auch meine ganze Aufmerksamkeit. So möchte ich euch noch einmal bitten, über Razzatan zu wachen. Ist das Tor zum Nichts erst aufgestoßen, drohen Überfälle seiner Ungeheuer. Auch für diesen Fall sind wir bereits bestens vorbereitet. Das Himmelsheer wurde von einem überaus erfahrenen Drachenreiter auf alle Eventualitäten vorbereitet. An uns wird kein Nichtswesen vorbeigelangen. Also, nur keine Sorge, Warshan. Verzeiht, nur keine Sorge, ehrenwerter Magistrat. Warshan ist völlig in Ordnung, Nabdin. Schließlich bin ich nach wie vor euer kleiner Bruder, nicht wahr? Eben der. Also, auf und komm uns ja heil zurück. Darf ich dich kurz ablenken? Ich hätte da nämlich noch etwas für dich. Uriangée hat mich aufgesucht, während du fort warst. Du erinnerst dich sicherlich daran, dass er uns im Auftrag der Loporit zu Al-Sadals Schatzkammer begleitet hatte. Tja, die Loporit waren von seinem Bericht mehr als angetan. Scheinbar sind sie bereits vollauf damit beschäftigt, ihre eigenen Gewölbe entsprechend anzupassen. Living Way hat ihm ein gewisses Kleinod anvertraut. Als Dank, wie Uriangée sagt. Ganz recht. Dies ist der Kristall, den uns Heidelin im Sternengrund anvertraute, der uns zu Metaeon geführt hat. Sie sagten, sie bräuchten ihn nicht mehr. Aber ich glaube, dies ist ihr Abschiedsgeschenk an Uriangée, um ihn von seinen Pflichten zu entbinden. Er wiederum überlässt ihn nun uns. Er sei noch mit Licht gesegnet, meint er, und würde uns so in der Welt des Nichts zweifelsohne von Nutzen sein. Nimm schon, in ihm schlummert Heidelins Vermächtnis. Damit bist du seine rechtmäßige Trägerin. Damit sollte alles gesagt sein. Lasst uns von Akiali aus zur Schatzkammer aufbrechen.
So breche ich nun das Siegel. Auf Geheiß Alsadals des Dritten. Schwarzer Schlund, öffne dich! Verschlinge das Portal! Ganz wie geplant. Nun sollten wir ohne weiteres hindurchpassen. Und wo genau führt es uns hin? Als ich einst hindurch in das Nichts trat, fand ich mich in einer Art Burg wieder. Dort wimmelte es von Nichtswesen. Damals musste ich ob ihrer schieren Zahl sofort umkehren. Doch heute seid ihr an meiner Seite. Heute stellen wir uns den Angreifern und werden nicht weichen. Dies ist unsere erste Herausforderung. Das Nichts erkunden, in dem unzählige Gefahren lauern. Du hast hierbei zweifelsohne den größten Erfahrungsschatz. Daher will ich mich im Kampf deinen Fähigkeiten anpassen, um dich bestmöglich zu unterstützen. Sollte es uns an heilenden Händen mangeln, kann ich durchaus behilflich sein. Trotz all meines Feuers wollen wir doch nicht vergessen, dass ich auch lindernde Magien beherrsche. Dann ist es an der Zeit, meinen Weg von einst nun fortzusetzen. Wir kommen, Schwester! Thank you.
jetzt kommt's drauf an. Am Spieß. Keine Gnade!
Unterschätze mich nicht. Ich halte nichts zurück. Ein Trittchen in Ehe. Drachenreitern ist nicht zu Spaß. Am Spieß.
Jetzt hat er Spaß am Ende. Nimm dies! Drachenreitern ist nicht zu spaßen. Thank you.
Feuer am Spieß. Nimm dies. Drachenreitern ist nicht zu Spaß. Ende. Ich spürte doch, dass die Pforte geöffnet wurde. Und welch köstlicher Eltern hier kredenzt wird.
gestatten, Skamaleone, Elementarfürst der Erde und Untergebener von Golbez. Es wird mir größte Freude bereiten, euch in die Erde zu stoßen. Weg mit dir! Stärke und mit deiner Kraft! Verschwingt es! Werde zu wandelnden Drachen! Ich halte nichts zurück! Drachenreitern ist nicht zu spaßen. Da soll euch übrig sein. Macht Bekanntschaft mit meiner Klinge! Ihr seid am Leben, doch besiegen werdet ihr mich nicht. Vegeta wird euch nähren. Gegner am Spieß.
deiner Kraft! Unterschätz mich nicht. Ich halte nichts zurück. Unterschätz mich nicht. Ihr seid am Leben, doch besiegen werdet ihr dich nicht. Ist nicht zu Spaß. Get out!
Wie hat sich dieser Nichtsgesandte gerade genannt? Scamillioner? Er schien von der Öffnung des Portals gewusst zu haben. Abermals geöffnet, sagte er gar. Die Pforte sieht man also auch von dieser Seite. Ob er sie beobachtet hat? Vermutlich schon. Mich wundert vor allem, dass er die Herrin dieses Schlosses schlicht gefressen hat. Obschon sie doch beide dem Nichts entstammen. Sterbliche schließen sich zusammen und gründen Städte und Länder. Nichtswesen haben untereinander womöglich ähnliche Allianzen. Und Rivalitäten. Und was haben die anderen jetzt vor? Eure Burgherrin ist gestürzt. Und auch der, der sie gefressen hat, wurde von uns erschlagen. Überlegt euch gut, ob ihr euch mit uns anlegen wollt. Vielleicht verstehen sie uns gar nicht. Die Nichtsgesandten sind schließlich nicht alle von gleicher Intelligenz. Tja, dann machen wir weiter wie bisher und zeigen ihnen, wer von uns das Sagen hat. Wir müssen wahrlich noch viel über sie lernen, wenn wir diese Welt bereisen wollen. Ein guter Vorschlag. Ich kann mich glücklich schätzen, in solch weiser und erfahrener Gesellschaft zu sein. Du hast lange warten müssen, aber nun bin ich endlich hier, Schwester.